In dem folgenden Kurzfilm werde ich über die wichtigsten Aspekte des Diabetes mellitus Typ 2 im Kindes- und Jugendalter sprechen. Ich werde auf die Ursachen, den Verlauf, die Behandlungsmöglichkeiten und insbesondere die Präventionsmöglichkeiten eingehen. Mein Name ist Dr. Katja Scharf. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde mit den Schwerpunkten in pädiatrischer Diabetologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin. Ich arbeite als leitende Oberärztin im Elisabeth-Krankenhaus Essen und leite dort die Abteilung für pädiatrische Diabetologie und Endokrinologie. Des Weiteren bin ich gemeinsam mit der Diplompsychologin Verena Wendt Gründerin des Unternehmens Gesund im Gesundheitssystem, GIX. Mit Diabetes beschäftige ich mich seit meiner Zeit als Ärztin im Praktikum im Jahr 2001. Mein Anliegen ist es, auf die Präventionsmöglichkeiten des Diabetes mellitus Typ 2 im Kindes- und Jugendalter hinzuweisen, um diese Erkrankung in dieser Altersgruppe zu verhindern. In diesem Kurzfilm geht es darum, die Ursachen und Symptome des Diabetes mellitus Typ 2 und die Abgrenzung zum im Kindes- und Jugendalter viel häufiger auftretenden Diabetes mellitus Typ 1 zu erläutern. Ich werde ferner auf den Verlauf der Erkrankung und ihre Therapieoptionen eingehen und die Präventionsmöglichkeiten benennen. Im Gegensatz zum Diabetes mellitus Typ 1 ist der Typ 2 Diabetes keine Autoimmunerkrankung. Diese Unterscheidung ist im Kindes- und Jugendalter wichtig, da viele Familien von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 auch immer noch mit dem Irrglauben konfrontiert werden, sie hätten die Erkrankung verhindern können, indem sich das Kind anders ernährt hätte. Dies ist nicht der Fall. Weder zu wenig Bewegung noch eine ungesunde Ernährung durch hohen Zuckerkonsum haben Einfluss auf die Manifestation des Typ 1 Diabetes. Anders ist es beim Diabetes mellitus Typ 2. Hier handelt es sich um eine Stoffwechselerkrankung, die durch eine Insulinresistenz gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass das körpereigene Insulin nicht ausreichend wirkt, um den Blutzucker zu senken. Ursache ist eine sich mittlerweile auch im Kindes- und Jugendalter häufende Adipositas, das heißt massives Übergewicht, welches in den meisten Fällen durch eine übermäßige Kalorienzufuhr und unzureichende körperliche Bewegung entstanden ist. Nur in seltenen Fällen liegen übergeordnete Erkrankungen zugrunde. Bevor die Diagnose eines Diabetes mellitus Typ 2 gestellt wird, sollten der Diabetes mellitus Typ 1 und ein monogenetischer Diabetes, der sogenannte MODI, ausgeschlossen werden, da sich hieraus andere Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Im Gegensatz zum Typ 1 Diabetes hat der Typ 2 Diabetes oft einen langsamen und schleichenden Beginn. Aus diesem Grund können die Symptome schwer zu erkennen sein und einige Kinder und Jugendliche haben möglicherweise überhaupt keine Symptome. Erst im Verlauf können typische Symptome des Diabetes wie beispielsweise vermehrtes Wasserlassen, verstärkter Durst, Müdigkeit und dunkle Hautveränderung, die sogenannte Acanthosis nigricans, auftreten. Häufig wird die Diagnose im Zuckerbelastungstest oder durch einen erhöhten HbA1c erst gestellt. Wurde ein Diabetes mellitus Typ 2 festgestellt, müssen in erster Linie eine Gewichtsreduktion durch gesteigerte körperliche Aktivität und Ernährungsumstellung, am besten in Kombination mit einer psychologischen Betreuung, auf dem Therapieplan stehen. Diese sogenannten Lifestyle-Veränderungen stellen die erste und leider oft frustrierende Säule in der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 dar. Erst bei unzureichendem oder ausbleibendem Therapieerfolg gemessen am HbA1c steht eine medikamentöse Therapie zur Verfügung. Anders als beim Diabetes mellitus Typ 1, dessen Ursache im Insulinmangel liegt, erfolgt die Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 vorerst mit Tabletten, um die körpereigene Insulinantwort und damit den Blutzucker zu optimieren. Die meisten modernen Antidiabetika sind für Kinder und Jugendliche nicht zugelassen, sodass bei unzureichender Stoffwechseleinstellung im Verlauf nur Insulin verschrieben werden kann. Ziel der Behandlung ist eine Stoffwechseleinstellung mit einem HbA1c-Wert unter 6,5%. Der HbA1c sagt in Prozent aus, wie viel Glukose sich in den letzten 2 bis 3 Monaten an die roten Blutkörperchen gebunden hat. Da Begleit- und Folgeerkrankungen eines Diabetes mellitus Typ 2 dramatische Auswirkungen auf das Kindeswohl und auf die körperliche und geistige Entwicklung haben, sollte es unser aller Anliegen sein, dass Kinder und Jugendliche von einem gesunden Lebensstil geprägt aufwachsen können.
Übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche können ihr Diabetes-Typ-2-Risiko für das spätere Alter normalisieren, wenn es ihnen bis zu einem Alter von 13 Jahren gelingt, die Gewichtsprobleme in den Griff zu bekommen. Anderenfalls drohen bereits im jungen Alter Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Fettstoffwechselstörungen, Fettleber und eine erhöhte Eiweißausscheidung im Urin. Die Möglichkeiten der Prävention liegen in der Vermeidung von Übergewicht und Adipositas bzw. später in der Gewichtsreduktion. Erreicht werden kann dies durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung bei gleichzeitiger Steigerung der körperlichen Aktivität. Prävention heißt, den Beginn einer Erkrankung herauszuzögern. Der Diabetes mellitus Typ 2 im Kindes- und Jugendalter ist in den allermeisten Fällen vermeidbar. Dies gelingt durch Motivation der Kinder und Jugendlichen zur Bewegung, beispielsweise der Mitgliedschaft im Sportverein oder gemeinsame sportliche Aktivitäten mit der Familie. Eine gesunde, ballaststoffreiche Mischkost und der Verzicht auf übermäßige Kalorienzufuhr, insbesondere durch Fastfood, Energydrinks und andere süße Getränke, können Übergewicht und Adipositas verhindern. Auch dies sollte in der ganzen Familie umgesetzt werden, um den Erfolg eines gesunden Lebensstils zu gewährleisten, denn Kinder und Jugendliche lernen durch Nachahmung. Die Präventionsmöglichkeiten, die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und das Wahrnehmen regelmäßiger Arzttermine, all das sind wichtige Aspekte zur Vermeidung des Diabetes mellitus Typ 2 im Kindes- und Jugendalter sowie der Vermeidung seiner Komplikationen. Die wesentlichste Präventionsmöglichkeit liegt in der Vermeidung von Übergewicht und Adipositas durch gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung sowie Einschränkung des Medienkonsums bei Kindern und Jugendlichen. Dies sollte übrigens bereits im Kleinkindalter beginnen. Arzttermine und Vorsorgeuntersuchungen sollten regelmäßig wahrgenommen werden, um einer Gewichtszunahme frühzeitig entgegenzuwirken. Die erste Anlaufstelle für eine sachgerechte Information und Beratung ist der Kinderarzt. Dieser kennt Ihr Kind und die Familie seit Jahren und er kennt die familiäre Situation und Risiken. Er kann das am allerbesten einschätzen. Bei Verdacht auf das Vorliegen eines Diabetes mellitus Typ 2 unterstützt der pädiatrische Diabetologe durch seine Expertise. Dieser sollte bei manifestem Diabetes mindestens alle 3 Monate zur Verlaufskontrolle und Überprüfung der Stoffwechseleinstellung aufgesucht werden. Ziel der Behandlung ist in erster Linie eine Gewichtsreduktion, um Begleiterkrankungen zu verhindern und um den Diabetes mellitus Typ 2 im Idealfall rückgängig zu machen. Dies setzt allerdings Disziplin und einen starken Willen zur Änderung sowie die Unterstützung der Familie voraus. Für Tipps im Alltag mit Diabetes steht Ihnen auch die Selbsthilfe zur Verfügung. Ich bedanke mich damit bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen und der gesamten Familie Gesundheit und ein vitales Leben. Vielen Dank.